Okay. Ja. Gesichtsgymnastik durchgeführt. Oh, warte. Ich warte. Okay. Das ist wichtig. Hey. Ja? Rattenkacke. Ja. Hast du mal erzählt. Und Staub. Und Staub. Die Dinger liegen monatelang, manchmal ein Jahr lang in irgendwelchen Lagern. Aber tatsächlich, also ich weiß nicht, wann es passiert, aber Red Bull wird immer in Kartons angeliefert und die sind mit Folie umwickelt komplett. Mhm. Ist die Frage, wann das passiert. Ja, direkt nach der Produktion und dann sind die halt in dieser Folie gelagert. Mhm. Weiß man nicht. Mhm. Aber Fakt ist, die stehen noch im Laden. Genau. Und Fakt ist, andere Leute fassen das an. Mhm. Und dann stellen sie wieder zurück. Und die Verkäufer auch. Kommt alles vor, auf jeden Fall. Muss die alles anfassen. Ich meine, bitte dich. Ich bitte dich. Hast du recht. Das ist das hier fertig? Ja, wir sind schon längst mittendrin. Es wird alles mitgeschnitten. Sehr schön. Folge 64. Ist hier eine Tür? Ja, hier ist eine Tür. Also in deiner Fantasie. Ja, in meiner Fantasie. Fantasy. Yeah. Wir gehen da rein? Wir gehen da rein und dann werden wir deinen Sir Elon töten. So wie wir letzte Folge meinen Sir Elon. Ja, das war ja easy peasy. Ich finde auch eigentlich... Meine, das war ja keine Herausforderung. Das wäre ja gar nichts. Okay. Die DLCs haben nicht so schwere Gegner, ne? Hätten sie sich mehr einfallen lassen können. Auf jeden Fall. Die machen wir im zweiten Durchgang aber nicht. Nee, das müssen wir nicht. Können wir uns komplett schenken. Macht ja das Sinn. Machen wir einmal, um es gemacht zu haben. Und du brauchst halt auch alle Zaubereien so, ja. Hey. Wo ist es? So, genau da, wo ich stand, stehe. Aber ich sag's dir, im dritten DLC, ja, da gibt's auch richtig krasse Bosse. Ja, ja. Die Spannung schon hochhalten, ne? Mhm. Und da gibt's nicht nur drei Bosse, na, da sind drei. Da gibt's zwei! Die teilen sich die Stärke von drei. Ja. Ah. Halben. Und so. Ui, ui. Jetzt komm hier ran. Wir haben nein, nein, wir haben noch was, wir haben noch was vor. Nee. Ja, in den Eisenkorridor, du, da müssen wir noch hin. Hm? In den Eisenkorridor. Da müssen wir auch noch rein. Here I am. Bist du bereit? Nee, aber ich bin da. Mein magischer Freund. Okay, gut. Los geht's. Mein monochromer Freund. So, was ist hier los? So, da kommt einer. Wo? Der da? Ah! Ja. Den ganzen Spaß für dich alleine, weißt du? So, ich glaube, den Lizard hier können wir... Ups. Was hattest du denn jetzt gerade vor? Ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall nicht treffen. Lass das doch einfach. Okay, wenn du triffst, ne? Dann ist aber auch Ende. Also Finsternis vertrage ich nicht so gut. Da soll die Stein. Hier hinter mir. Ah, guck mal, hier steht einer. Direkt da, wo ich bin. Ja, dann schleich dich langsam ran und machen. Und zwei Drittel tot. Ach ja. Sandwich hinter dir. Ich will es mal wächst. Das ist doof. Na, lass es doch. Immer diese Rolle noch da. Wirklich. Oder bist du? Oh, der hat sich gesehen. Ich nehm den noch. Ja, das ist hier der Samurai. Ein Lebensstein. Der guckt vor allem mich an. Alter, also, wow. Nicht schlecht. Nö. Oh, schon wieder ein Lebensstein, was ist los hier? Okay, da ist so ein Typ halt. Sagen wir, wie es ist. Ist so ein Typ. Alter. Du würdest ihn wahrscheinlich, ja, hätte man jetzt auf die Zahlen gucken können, ja. Was dein Backset für Schaden verursacht und was meiner verursacht. Du würdest ihn wahrscheinlich zweimal töten. So, willst du noch in die seitlichen Gänge hier reingucken? Jo, ich habe da irgendwas noch leuchten sehen. Nö.
Können wir mal kurz machen. Ich guck mal, ob hier noch Gegner rumlaufen. Ist nix. Nee. Oh shit, okay, ich bin schon mal runtergefallen. Ja. Bist du jetzt unten? Ich bin unten. Ich fange nicht auf. Und was ist, wenn jetzt hier voll der gefährliche Gegner ist? Ach, Backstep, okay. Ja, ja. Gibt keine gefährlichen Gegner mehr. Nein. Also wirklich, lange. Unser gefährlichster Gegner sind immer noch Fahrstühle. Ja, und Löcher. Löcher. Also vor allem Löcher unter Fahrstühlen. Oh, das ist ganz schlimm. Eine schlimme Kombination. Das ist bloß einfach nicht möglich. Ja. So. Na, ich lusche hier schon mal um die Ecke. Lusche schon mal ein bisschen. Habe ich halt irgendwie eine Ecke verpasst? Nö, ich lusche, du luscherst, SES luschern. Ich war überall. Ich komme mit. Ja, gut. Was geht ab? Da kommt schon einer. Wo? Wo ist der Feind? Tack, lass das. Aua. Ja, dann sag ich doch vielen Dank. Du hattest gar keinen Schaden genommen. Ich wollte nur Michael. Trotzdem. Ja. Trotzdem. Ja, du kannst dich natürlich auf den Typen konzentrieren, der dich nicht angreift. Okay. Also ich... Wenn du das sagst. Hey! Das ist unfair. Okay, es ist eine gute Idee, einfach hinzulaufen wahrscheinlich. Ja. Oh, verdammt, Feuerwelle. Wieso denn nicht? Warte, lass mit. Na. Du bist so ein Echte! Also wirklich! Siehst du, deswegen hat der dich jetzt da hinten angegriffen. Ja, der hat mich getroffen, ich war noch in der Animation. Aber der hat mich getroffen. Heftig getroffen. Ja, komm, ich heil dich. Eisengroßfall. Ja, dass ich dabei geheilt werde, ist ein positiver Nebeneffekt, war aber nicht nötig in dem Moment. Reparaturpulver, falls es mal wieder kaputt geht. Repariert verbogene Mitstreiter. Boah. Autsch. Hallo? Voll ins Knie. Oh, ich habe einen Pfeil ins Gesicht bekommen. Noch einen. Wahrscheinlich warst du frech. Ja. Warte, ich komme ja. Kann ich jetzt nichts gegen sagen. So, jetzt habe ich die Echse hier von hinten. Von hinten gesagt. Hui. Ah, weißt du was? Im Gesicht nehmen die noch mehr Schaden als am Körper. Deswegen mache ich da so abnormal viel Schaden. Das bei den meisten so. Ja, irgendwie schon. Das sollte eigentlich nicht überraschen, oder? Nee. Cool, ich glaube, wir haben schon alle Feinde besiegt. Alle getilgt. Von der Erde. Alles eingesammelt? War ich überall? Das ist wichtig. Wieso? Nee, ist nicht. Juhu. Ich glaube, ich war überall. Was bist du eigentlich? Ja, so ähnlich. Lackerada. Gerade ein Symbol. Lackerada. Was? Wer packt denn hier ein Symbol rein? Welcher Schwächling packt denn hier ein Symbol rein? Vor allem an der Stelle ergibt gar keinen Sinn. Loop. Oh, ich mag solche Menschen nicht. Wenn ich in die Macht komme, lasse ich solche Menschen kastrieren. Hier geht's hoch. Hallo? Hier ist nichts. Geh weg. Ah, wir müssen nach oben tatsächlich, wenn wir zum Boss wollen. Ich will nicht nach oben. Ach du. Also ich sehe keine Items mehr. Okay, ich komm. Okay, wo bist du? Okay. Ich bin auch da. Okay. Wo bist du? Ach da. Okay. Das war langweilig. Ich schaff's nicht zu winken, bevor du da bist hier. Den winkst du eigentlich? Ja, genau. War jetzt ein bisschen peinlich, ja? Okay. Brauchst du noch Heilung oder schaffst du es so? Was? Heilung? Wofür? Dir fehlen so 3-4 Kraftpunkte. Dann heil mich bitte. Nee, du gehst ja schon rein. Ich hätte das jetzt gemacht, Mann. Okay. Da ist er wieder. Und Schaden verursacht. Oh, er hat mich anvisiert. Zu Recht. Nein! Verdammt! Überlebe ich's? Ja, locker. Kein Problem. Ich habe gar nichts gespürt.
Boom. Wie? Das hast du im Griff. Ja. Ich denke, sein Akku auch nicht. Ich habe noch keinen Schaden kassiert von ihm. Das ist der. Glaube ich. Wenn du dich noch nicht geheilt hast, dann nicht nehmen. Oh, das war knapp. Ja, dann pass auf. Das ist in der Reichweite einfach nicht gereicht. Tja, du hörst ja Bossmusik die ganze Zeit, ne? Mhm. Ich nicht. Mhm. Dadurch wirkt der Kampf sehr viel entspannter. Ich habe aber wenig Musik ausgeschaltet, damit wir die nicht... Oh, Alter. Leck mich der. Lecco mio. Ja, oh, danke schön. Okay, ich bin wieder im Spiel. Alles klar. Jetzt kann er dich noch 11 Mal so schaden. Das ist ja so nicht die Zeit, oder nicht? Nee. Hui! Haha, während ich lag, habe ich ihm schön Magie abgebannt. Daneben. Ja, bin ich auch. Wie wächst er? Das ist sehr cool, ja. Oh nein. Ha! Stagger. Das geht, du kannst ihn unterbrechen? Ja, anscheinend geht es. Ab und zu mal. Den Rauchritter konnte man ja auch einmal steigern. Boah, nee. Bei einer Zweier-Kombo ist er so schnell zurückgewichen und hat wieder angegriffen. Ja. Aber ich gehe ja kein Risiko ein. Nee, nee. Ich heile mich voll, ich habe noch 9 Estos. Boah. Ich gehe auch keine Risiken ein. Das ist... Dank. Ja. Cool, schön. Schön Kombo. Ohne zu sterben, ey. Und sehr, sehr souverän. Ja. Also das war jetzt. Das war gut. Oh. So. Wir spielen uns ein. Ja. Ist noch was? Gibt's noch was? Ja, ja, da wo ich stehe. Ja, ich weiß, aber ist sonst noch was? Achso, ich glaube nicht. Okay. Und jetzt müssten wir auch die 30 Sonnenlichtmedaillen zusammen haben. Okay. Dürfte sogar schon 31 sein oder so. Oder 30, also mindestens 30. Ich hätte ganz gern meinen Schmelzer. Geil. Dankeschön. Oh, warte mal, ist er noch was? Ah, oh nein. Nee, alles gut. Boah, du gehst einfach wieder zurück. Achso, okay. Aus der Erinnerung raus, habe ich bei mir nicht gemacht. Habe ich vergessen, dass es geht. 180. Ja. Das war der Speicherschan-Löschenstuhl. Verdammt. 75.000. Mhm. Kurz mal nach... nach Mama Jula, Mama Jula. Wird doch nicht... Wird nicht dürfen. Nee. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, dann raus damit. Mit der Sprache. Ach, den letzten Schmelzerkeil? Ja gut, den müssen wir jetzt theoretisch alleine einsetzen, ohne Hilfe. Ja, das ist easy für mich. Bei dir auf jeden Fall, ja. Der ist ja gleich da. Total. Ganz nach oben, ganz nach oben, ganz nach oben. Und dann sind da keine Türen, genau. Die mich... Und ich kann es ignorieren, weil... warum soll ich es machen? Bei mir ist es tatsächlich ein schwieriger. 31, 44. Schaffe ich es irgendwie 13.000 zu kriegen? So ja. 13.400? Na klar. Ja, meinst du? Mhm. Ich hab nicht mehr so viele. Ja, ja. Keine Ahnung, was du hast. Guck mal. Und die? Ja, komm. Hau raus. Wenn das jetzt 10 sind insgesamt, ne? Ist das nicht witzig? Das sind keine 10. Das können 8 sein. Das sind 8. Ja, 8. Plus die. Das sind dann aber keine 5, oder? Das sind dann vielleicht 6 oder 5, ja. Ach, scheiße. Musst du die nehmen, ja? Ja, boah, ich weiß nichts. 5. Ja komm, ob du jetzt 3000 Seelen irgendwo liegen lässt oder nicht, wen interessiert der Quatsch? Ich lasse keine 3000 Seelen liegen, ich lasse 1000 Seelen zum nächsten Level liegen. Achso. Hm. Ach, hast du jetzt zu wenig? Ja, ja stimmt, ja klar. Ja, doof, ja. Guck mal, Mensch. Da brauche ich dich einmal. Einmal! Einmal, ja. Ne? Für eine leichte Konsultation und dann das. Am Arsch. Ja. So, Vitalität. Ich spiel gerne mit dir zusammen. Belastung. Du musst jetzt irgendwo kleine Gegner töten. Hm. Guck mal hier.
Alter, mir fehlen noch 20 Seelen jetzt für ein Level. Ja, aber ich habe noch, genau, ich habe noch 7000 Milliarden in der Tasche. So, jetzt habe ich 30 Seelen zu viel. So, was müssen wir jetzt machen? Willst du jetzt mit so den Seelen rumlaufen, ja? Was soll ich denn sonst machen? Genau. Ich muss doch jetzt nur das... du musst dich aufsehen für? Ins Foyer musst du jetzt, wenn du den letzten Schmelzerkeil einsetzen willst. Ja, Mann. Ja, Mann. Ist halt die Frage, will ich das bei mir auch? Weil mein letzter Schmelzerkeil wird bei diesem einen Turm eingesetzt, wo man ganz tief runterlaufen muss und da wird es dann finster und so. Aber ich kann da hinlaufen. Wo waren das nochmal? Vom Foyer aus. Ja. Weil den habe ich bei mir stehen lassen. Also ich gehe jetzt mal ganz hoch und ganz hoch und ganz hoch. Genau. Ist ja wirklich ungefährlich. Du hättest wahrscheinlich auch vom Schmelzerthron aus runterlaufen können. Das hätte ich mir vorher wissen sollen. Wahrscheinlich sparst du jetzt immer noch Zeit, wenn du dich dahin teleportierst. Nee, jetzt hänge ich ja an idealistischem Starrsinn fest. Auch der ist leider zu lang. Da kann ich nichts machen. Ja. Seit Loslaufen keine Option mehr zurückzugehen. So, wo ist hier der Feind? Hallo. Okay. Naja, fast. Wenn du nicht dabei bist, geht das viel schneller. Kriegt keiner runter und beschwert sich ständig über die Schwerkraft. Ja. Es war reine Info, keine Wertung. Also. Ja. Du musst da runter. Ich muss da hin. Ja. Eine Kette und da musst du runter. Ich hoffe, ich werde nicht überfallen, weil die wurde immer überfallen und das war doof. Und doch, ich werde überfallen. Sehr gut. Ich lauf mal einfach runter, mal gucken, was passiert. Von mir. Aber auf Maldron. Hat auch meinen Namen geklaut. Ah, hier hätte man die Lederhaut auch gut tragen können. Weil ich hier gerade... Ich mach, ja? Ja, mach mal. Hau raus, mal gucken, was passiert. Zack, Endboss. Zackerheil, so. Passt. Das war doch easy. Jo, jetzt sind nur die ganzen Gegner hinter mir. Jo, da sind sie alle. Seele der Aschebraut Nadalia. Jo, jetzt haben wir die richtige Seele bekommen. Wahre Seele von Nadalia. Nadalia erhalten. Gibt es nicht mehr, wahre Seele erhalten. Das ist doch cool. Mhm. Wo finde ich denn jetzt nur mal ganz kurz 1, 2, 3 Gegner? Wenn du beim Foyer, gibt es noch eine... Bist du gerade beim Foyer? Ja. Ja. Da gibt es dann noch so eine Treppe, die wieder nach oben führt. Da bin ich auch gerade runtergelaufen. Okay. Und da findest du dann auch... Ich brauche wirklich nur 400 Punkte oder so. Ja. Dann habe ich nochmal ein Level. Dann kommst du nämlich da hinten raus, wo die Kette anfängt, so ungefähr. Und da sind dann schon ein, zwei normale Soldaten. Ja, die ist halt kacke hier, die da... Ach, das ist ja gar kein Spieler. Nee. Das ist ja easy. Nee, die ist total nervig. Okay. Mit ihrer Lanze. Ich hätte da jetzt kein Problem. Boah. Oh, au. Willst du mich beschwören? Nee, kann ich nicht. Der Boss ist ja besiegt. Ich laufe jetzt hier hin, mal gucken. Wo muss ich hin? Da hinten in dem Raum führt eine Treppe hoch. Oh, scheiße. Runtergefallen. Ich habe nicht hingeguckt, ich habe dein Spiel gerade geguckt. Ja, das war doof. Übrigens, wenn man irgendwo auf hohen Ebenen rumläuft, sollte man nicht hingucken, wohin man läuft. Wäre clever gewesen. Ich habe da nicht liegen lassen. Okay, wo du gerade sowieso nichts tust. Wo muss ich hin? Auf der anderen Seite des Raums. Da führt Treppe hoch. Oder hier in die Tür rein. Da ist geradezu auch gleich ein Gegner. Wo wird denn jetzt? Da so. Genau da. Wo? Vielleicht kommt von links und rechts auch noch drei, aber ja. Aber der ist ja jetzt auch tot. So, Seele von Nadalia. Cool. Wow. Es gab genug Seelen. Mhm. Einmal ganz kurz, das war ja easy. Ich hau mal ganz kurz nach Natura nochmal. Hau mal ab, hau mal weg. So, damit sind wir jetzt durch. Aber wir haben den zweiten DLC jetzt noch nicht fertig, oder? Genau, denn der Eisenkorridor fehlt noch. Achso, okay. Das haben wir eigentlich alles durch, ja. Und jetzt fehlt noch der Eisenkorridor. Was gibt's da? Ja, und Korridor. Okay. Und Boss am Ende. Ich geh schon mal dahin. Level 180. Oh ja. Ja, da sind wir jetzt aber ziemlich dicht beieinander. 20 Punkte, ey. Das ist gut. Nein, das ist nicht. Das ist, mehr geht gar nicht bei Vitalität. Das wird dann ab 40 weniger. Ich bin jetzt bei 181. Also dann kriege ich wenigstens 2 Schadenspunkte. Und 2 Schadenspunkte ist schon was.
Tja, das müsste man rechnen können, ja, um zu wissen, ob das besser als 20 Lebenspunkte ist. Wer weiß das schon? Und die Resistenzen gehen hier hoch bei Anpassung ist das, oder? Ja, genau. Balance. Also, ja, wenn du sonst nichts weiter verstellen kannst, ist das auch kein schlechter Wert. Das ist halt auch defensiv nicht. Auch das ist Abwehr, ne? Also, Muss man man einfach mal so kann, sagen. ja, der beste Charakter hat über 99, ne? Ja. So ist es halt. Nee, ich bringe das erstmal auf eine Pfirsich. Genau. Das ist nur vernünftig. Jo. So, ich bin hier mal im Eisenkorridor. Ich bin da schon mal runtergefallen. Ja, das ist ein Kackort hier, ich sag's dir. Wirst du dich gleich wundern, wenn wir den komplett alles darin sehen wollen, dann. Du hast auch gesagt, dass der letzte Boss schwer ist und dass der Boss davor der schwerste ist. Das ist so kacke Ganz hier. ehrlich, deine Prognosen sind. Ja. So, da lang? Nee, da kommen wir her. Andere Richtung, Sag ich ja. genau. Und wenn du willst, kannst du da dein Symbol setzen. Wohin? Dazwischen? Ja, du musst den Ring noch anziehen. Aber das ist ja interessant, dass hier auch anscheinend ein menschlicher Spieler wieder ist. Das dunkle Symbol, das war auf jeden Fall ein menschlicher Spieler. Hilfe, alle rufen sie nicht nach Hilfe. Warum? Tja. Geht's los? Ja, geht los. Ich bin da. So. Voll cool. Jo. Jetzt gucken wir mal. Okay. Alles klar. So, das ist nämlich schon mal ganz witzig hier. Hier ist ein Schalter. Genau, wenn man den drückt, dann geht da hinten das Tor auf. Aber nur ganz kurz, gerade so lang, dass du Zeit hast, da durchzulaufen und hinten durch das Tor zu schlüpfen. Und dann fällt es wieder zu. Dann gehe ich schon mal hin. Genau, das ist für ein Phantom einfach, aber ich müsste. Also das Problem Was ist, ist hiermit? genau, diese Gitter gehen auch auf und dann kommen hier so Gegner raus. Das Wollen wir heißt, es machen? ja, so wie du es gesagt hast, ich glaube, du kannst sogar gar nicht den Pfeil drücken, den Hebel drücken. Ansonsten, wenn du da jetzt reinschlüpfst und ich komme nicht hinterher, dann hast du da unten gleich so einen Gegner, ja. Das ist so ein Magier, die kriegst du schon klein. Sag du, Wir wie machen das siehst du es? so. Wir können doch erstmal das Tor aufmachen, dass wir erstmal alle Gegner hier platt machen und dann gehen wir zusammen runter. Nee, das Problem ist, man kann es ja nur einmal machen. Mit? Und man hat nur eine Chance, sonst müsste man wieder die Gegend neu laden. Also egal was passiert, ich springe jetzt runter. Und die Echse, die da oben auf dem Felsen sitzt, die feuert Da sitzt Kugeln keine ab. Echse. Ja, so eine Statue von der Echse. Die Da sitzt feuert keine Kugeln Echse, ab. ich sehe Die das schon. Alternative ist halt der normale Weg hier runter, aber dann verpasst man vielleicht ein, zwei Items und so. Na Und dann. vor allem gute Positionen. Also ich drücke jetzt. Und dann laufe ich zu dir. Jo, ich hau mir den Magier klein. Genau. Danach baller ich die Echse da oben ab. Komme ich zur Echse oben hoch? Nee, ne? Nee, die feuern einfach nur. Am besten nimmst du dein Schild hoch. Ich habe schon mal einen Fehler gemacht. Sehr gut. Ah, die Gegner funktioniert. Das ist praktisch. Magier. Ich bin nicht durchgekommen. Ich bin nicht durchgekommen. Oh Gott. Ich habe versagt. Und ich muss mich heilen. Das ist ja wirklich eine Statue. Ja. Einfach nur eine Falle, sozusagen. Eine Falle. Irgendwo da sind auch Abgründe im nächsten Raum, wo du runterfährst. Also, es gibt wieder verschiedene Ebenen und so. Ich werde jetzt von der anderen Seite gleich kommen. Also wir sehen uns durchaus wieder, Soll ich mir mal aber. den Weg freikämpfen? Genau, du kannst ruhig alles töten, was du siehst. Ich lade. Ich schlag mich immer so durch. Schlag dich mal durch. Hier sehen wir noch einen Hebel. Ja, genau, da würde es dann weitergehen mit genau der gleichen Falle. Ja. Und wenn man, ich glaube, es ist auch nur das zweite Mal. Wenn du beides Mal durch dieses Tor kommst, dann hast du im letzten großen Raum eine ganz gute Position. Alter, die stirbt davon auch, ja. Jo, der mag ich auch. Was für ein Typ. Ein Schuss. Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Das macht aber nichts. Es gibt hier nicht viele Möglichkeiten. Oh, da geht's runter. Da komme ich aber nicht wieder hoch. Gehe ich mal woanders. Was gibt's hier? Ach, hier ist sinngemäß das gleiche. Ja, genau. Das müsste dann zu dem zweiten Hebel gehören, den du gesehen hast. Machen wir das dann nochmal so Ich oder komme da wird es nicht mehr diesmal hin. Da, anders wo sein? du jetzt bist, komme ich gar nicht hin. Oh. Weil da hätte ich durch das Tor gemusst. Das heißt, ich muss auf jeden Fall jetzt einen Hebel ziehen. Ich weiß nicht, nee, musst du nicht unbedingt. Du kannst ihn wahrscheinlich gar nicht ziehen. Kannst ihn mal ausprobieren. Es gibt aber immer noch einen Alternativweg, um da rauszukommen. Nee, geht nicht. Kannst du nicht. Gut, dann nehme ich den dann.
Ich hüpfe jetzt hier mal runter. Ich kann hier nämlich auch runter hüpfen. Da. Ja, genau, dann würden wir auch wahrscheinlich im selben Raum landen. Vielleicht siehst du mich. Ich habe gerade deine Lebensfolgen gesehen. Ja, genau, dann bin ich gerade halt unten auf der Ebene, wo die Gegner stehen und du bist weiter oben auf einer sich etwas sichereren Plattform. Jetzt nicht mehr. Jetzt bist du die Plattform runtergestürzt. Achso, kann ich da nicht mehr hoch? Nee. Naja. Das ist halt das Fiese. Hier kann man nur einmal überall hin und dann nicht wieder. Bist denn du? Ich bin hier unten. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz an derselben Stelle. Boah, was? Jo. Wie kam das denn? Okay. Die umgehauen, ne? Hm. Das war unerwartet. Der hat viel mehr Schaden gemacht als gedacht. Oh. Blöd. Wie machen wir's? Ich guck mal, wie weit ich hier noch so komme. Ich habe ja sowieso nicht alles gesehen, was bei mir jetzt auch nicht so schön ist. Guck mal, hier dann geht es noch weiter runter. Mhm. Und da ist dann schon der, ich glaube schon fast der letzte Raum. Gibt's nee, das ist der Raum, in dem du warst hier, glaube ich. Naja, ja, das kann sein, da hinten sind die beiden, die mich gerade platt gemacht haben. Ja, ich gehe wieder zurück. Per, okay. Per Fehler. Ja, ich bin nicht durch das Tor gekommen, das, naja. Da liegen halt noch Items rum, die ich dann verpasse, wenn ich nicht durch das Tor komme und so. Ich ja. hab mehr erwartet. Und du hast halt eine Schützenposition. Also eine deutlich bessere Position, wenn du oben stehst. Also probieren wir es einfach nochmal. Diesmal werde ich auch nicht den Angriffsknopf drücken, wenn das Tor aufgeht und so Zeit verlieren. Du hast die Trophäen alle im Blick, ne? Ja, ja. Gut. So, sechs Zauber, die ich brauche, um Trophäen zu bekommen und alles. Und ja. Cool. Ja, ja. Die Zauber müssen wir nochmal kontrollieren am Ende des ersten Spieldurchgangs. Ah ja, genau. Was noch fehlt. Aber solange wir in diesem Spieldurchgang sind, alles halb so wild. Dauert halt alles noch sehr ewig. Ja? Ja. So, cool, das habe ich ja. Also ich würde sagen, ich drücke den Hebel und dann laufen wir, also du kannst ja schon mal hinlaufen, also das ist ganz gut, weil dann konzentrieren sich die Gegner auch durchaus auf dich. Mhm. Und du könntest, naja, die Feuerbälle mit deinem Schild abwehren. Geht das? Klar, kann ich machen. Okay, dann öffne ich jetzt. Also wenn er mich dann trifft. Das wäre ganz gut, dann gucken wir mal. Bist du da? Nee, noch nicht. Ich bin jetzt runtergelaufen. Ah, ich hab's wieder nicht geschafft. Mann, ganz knapp. Wieso? Scheiße. Ja, weil ich zu langsam war. Ich wurde von einem Feuerball getroffen. Deswegen halt. Jetzt bin ich zu schwer, weil mich irgendwer verzaubert hat mit einem scheiß schweren Zauber. Ach, so ein Kack, ey. Ich hasse diesen Bereich. Willst du nochmal? Nein, nein. Wir machen jetzt so weiter wie eben. Na, so gut wie eben? Ja, ja. Ich bin nicht gestorben, Mann. Ey, du kannst nicht mal durch ein blödes Tor laufen, ne? Ja, also, das ist super kacke. So, das Timing ist einfach furchtbar. Immer nur mehr. Das sind immer so doofe Gegner im Weg. So, achso, ich konnte vorhin da lang gehen und ich kann jetzt auch hier lang gehen. Hast du zwei Wege? Ja, hier. Cool, da kann ich nämlich auch. Dann war das der Raum, in dem ich gerade noch am Ende war wahrscheinlich. Alter, wer schießt nicht auf mich? Warst du das? Ah, ich hasse das ja alles, ey. Ah ja, jetzt sehe ich dich, glaube ich. Ja, jetzt sind wir im selben Raum. Du solltest nur am besten da oben bleiben, weil das ist eine ganz gute Position für dich erstmal. Au. Guten Tag. So, willst du dann mal den anderen Weg nehmen, damit du in den dritten Raum kommst und da oben bleibst? Also weißt du, was ich meine? Ach so, ja. Ich gebe dir quasi... Genau, dass du wieder die gute Position von oben hast. Mhm. Dieser Scheiß mit dem Laufen hier, ey. Ja, ganz ehrlich, ich hätte jetzt... Ne? Ach, Mann. Ja. Hallo? Ja, ich glaube, da bin ich auch. Ja, den Magier da oben, den... Willst du ihn noch knallen? Naja, nee. Der ist außer Reichweite.
Er ist runtergekommen. Ja, sehr gut. Umso besser. Ja, ich bin jetzt bei dir da unten. Hast du ihn im Griff? Wo ich hinter ihn komme. Du tötest ihn von vorne. Das geht auch, aber das war nicht der Plan. Ja, von hinten ist halt cooler. Ja. So, am besten bleibst du wieder da oben. Okay. Oder kommst du noch weiter runter? Ja, ne? Bestimmt. Mhm, hier geht's. Genau, da ist dann der dritte Raum. Ich gehe dann hier parallel runter. Okay, ja genau, sehr gut. So, da oben ist einerseits so ein Phantombogenschütze und unten sind auch... Oh, krass. Der hält was aus. Ich nicht. Okay. Vor Wut erstmal gegen die Wand schlagen. Ja. Schwer zerbrochen. So, ja. Ist die Frage, ob wir den ausgeschaltet kriegen. Also ich nicht. Auf gar keinen Fall. Ja, steht da Tropfen und so. Ja. Ich habe genügend Pfeile. Ah, jetzt zielt er auf mich, das ist auch gut. Aber hat auch getroffen. Jetzt zielt er wieder auf dich. Du kannst tatsächlich auch rollen, während du zielst. Also du musst gar nicht den Modus verlassen. Okay. Ich habe ihn aber gleich. Oh. Ja, schieß auf mich. Solange dich nicht trifft? Nö. Ha! Da liegt er nieder. So, da unten ist noch so ein großer und was, siehst du noch mehr Gegner von da oben? Nee. Ist das nur noch ich muss eine? Auch runter. Ja, ja, genau, das ist jetzt der letzte Raum. Da hinten ist das Nebeltor. Ja? Ja. Dann ist es noch der große, wa? Nö, ja, ich sehe keinen großen. Okay. Also der normale Typ mit seinem normalen Hammer, seinen normalen Lavaschultern. Hast du mich geboxt? Mit deinem... wirklich frecher. So, komm, ich spiele dir mal eine Runde. Jo. Oh. Okay. Okay. Da sind wir schon am Ende. Wir haben zwar nicht alles gesehen, weil ich da nie das durchs Tor geschafft habe, aber wir sind zumindest unten angekommen. Yeah. Hier ist Nebel. Genau, also der Boss. Ist ein Boss? Das ist ein Boss. Der letzte Boss dieses DLCs. Ist der genauso heftig wie der andere, oder? Erinnerst du dich noch an das Eisenschloss? Kann sein. Das Schloss in der Lava, im Lavasee. Der Typ, der da rumgeschwommen ist? Genau, das war der Endboss in dem Eisenschloss und vorher gab es aber noch in der Mitte des Schlosses noch so einen großen Feuerdämon mit so einem Feuerschwert. So eine fette, große Rüstung im Grunde. Kein Plan? Naja, gut. War zu unscheinbar, wie ich mir gemerkt habe. Der Schmelzerdämon, okay, heißt er. Oh, da müssen wir noch mal in diesen Bossraum rein, da gibt's, ist egal. Hier, um jetzt auf diesen Boss zurückzukommen, es ist genau derselbe Typ. Aber nicht mit Feuerkräften, sondern mit Magiekräften. Der ist also nicht rot, sondern blau. Das bedeutet für mich? Ja, Schild hoch. Aber ansonsten ist er genauso. Gibt es irgendwelche Instant-Kills von ihm? Nö. Irgendwelche Attacken, die ich ausweichen muss, ansonsten bin ich sofort tot? Nee, so eine Greifattacken hat er, glaube ich, nicht. Instant-Kill-Attacken auch nicht. Nee, komm, das wird schon. Na dann. Ja, also den kennst du im Grunde schon, nur dass er jetzt diesmal magisch ist und nicht. Ist er zuversichtlich. Ich bleib ein bisschen draußen. Ja, ist besser. Ach, guck dir den an. Ja, den kennst du doch schon. Ach, geht gut. Und jetzt ist er magisch. Das ist nett. Ist dir aufgefallen, ne? Ab und zu, wenn er sein Schwert an den Boden rammt, dann löst er eine Explosionswelle aus. Alles klärchen. Ja. Kriegst du schon mit. Oh, das war auch eine Wunde. Ah, jetzt hat er sein magisches Feuer verstärkt. Boah. Jetzt macht er diese Explosion. Nee, doch nicht. Ah, ein Fehler. Voll daneben, ey. Übrigens, wenn du nah an ihn dran stehst, nimmst du durch seine blaue Aura schon Schaden. Ja. Ja. Okay, das ist ganz bisschen so, wie wenn du im Feuer stehst. Ja, das muss man kommen auch. Oh, okay. Ah, ne.
Oh, warte mal, er will sich. Ah, hier, er macht wieder Harakiri. Nee, sein Schwert will er jetzt mit seiner. Oh, er ist aber ein ausgefuchster Typ. Ja, doch, ja. Ausgefuchst. Oh. Oh, okay, alles shit. Klar, alles klar. Hab ich gecheckt. Okay. Hat geklappt. Ich versuche mal seinen Akku auf mich zu ziehen, aber er will nicht. Ich hoffe, er hat mich geheilt. Nee, der will immer dich bereit. Mach nichts. Ich bleib jetzt in meinem Schild. Jetzt will er mich. Okay, alles klar. So, mein Freund. Er hat noch was zu klären. Alter Schwede, ey. Siehst du? Eine Gülle, der haut rein. Ja. Explosion. Oh, scheiße. Nein. Tja. Da hat mir eine halbe Sekunde gefehlt, ey. So kann's auch. Mal gucken, ob ich ihn noch klein kriege. Klar, kein Ding. Scheiße. Oh, oh Mann, das ärgert mich. Ja. So ist es halt. Du hast irgendwie schneller getrunken als ich eben. Das kann, weiß ich nicht. Tatsächlich macht das der eine Wert auch. Oh. Ja, ich will mal nicht ausweichen. Opa. Meinung. Bin dabei. Und das ist der letzte Schuss. Aber bei dir ist wirklich. Das ist echt einfach bei Magiern. Achso, der Angriff meinst du? Ja, ihr trefft halt alles. Wenn da nichts im Weg ist, trifft der. Ich schlag so oft daneben, weil er sich dann mal ganz kurz mit einem halben Schritt 10 Meter weiter bewegt. Und dann schlage ich daneben. Und dann habe ich meine Ausdauer verloren und weißt du, also sowas. Und muss immer jedes Mal hinterherlaufen. Du hast halt den Schild, ja. Dafür. Ja, klar. Ja. Oh, geil, Mann. Krass. Ach, okay. Das, ja. So. Und jetzt gibt's hier hinter nämlich ein richtig geiles Ding. Hier ist eine Höhle. Oh. Puh. Und da liegt was. Was liegt da? Pharos-Maske. Was ist denn das? Das hier ist die Pharos-Maske. Aus den Augen der Maske strömen Tränen, die ihren Träger durchnässen. Die meisten verwirrend von der. So, das heißt. Ich bin jetzt, solange ich diese Maske trage, der weint halt die ganze Zeit sozusagen. Ich bin permanent nass, wenn ich diese Maske trage. Das erhöht dauerhaft meine Feuerverteidigung. Mhm. Und wenn man das noch kombiniert mit dem Blitzschweißzauber zum Beispiel und noch anderen Feuerringen und so weiter, dann kann man auf einen verdammt hohen Feuerverteidigungswert kommen. Okay, cool. Auf einen richtig hohen Wert. Ist jetzt 358, ne? 358, genau. Und wenn ich jetzt noch den plus 3 Ring tragen würde, 508 schon. Und in der alten Version war es sogar möglich, auf 999 zu kommen. Krass. Und dann konntest du dich in das Drachenfeuer stellen von den mächtigsten Drachen im Spiel und warst im Grunde immun dagegen. Das ist heftig. Ja. So, was gibt's hier zu finden? Coole Sache. Okay, ich komm wieder hoch. Komm zurück, ich will den Typen platt machen. Ja. Den zeigen was man, der hat keine Chance. Ich ärgere mich. Aber wollen wir das jetzt noch machen? Wie du sagst du. Oder das ist mal in der nächsten Folge. Okay, nächste Folge. So. Und da ist man wieder am Anfang. Ich gehe mal nach Schule. Ja. Krass. Das haben wir durch, also bei mir. Bei dir schafft das auch. Das war auch kein schwerer Boss. Ich hatte einfach nur gerade Pech. Zu zweit ist er. Weil ich habe gedacht, der bleibt einfach nur noch eine halbe Sekunde länger auf dir und plötzlich ziehst du die Aggro und ich habe sie sofort wieder, obwohl ich nur getrunken habe. Ja, du bist ja durch diese Explosion gestorben, oder? Glaube ich. Ja, das kann auch sein, ja. Ja, passiert. Okay, ja, cool. Warte mal, du kannst auch stehen bleiben, wie du willst. Ach nee, dein Schwert ist halb kaputt, deswegen ist es vielleicht besser, wenn du dich ans Feuer setzt. Genau. Krass. Okay, so. Aber ich sag's dir im dritten DLC, ja? Das ist richtig hart. Ja, mal einmal sterben bei Dark Souls, wie sie sagen. Kannst
kann man mitleben. Ja. Gut, schön. Beim nächsten Mal dein Eisenkorridor. Mhm. Vielleicht ich schaff's durchs Tor, du vielleicht nicht. Mal gucken, weil dann sind die Rollen ja umgekehrt. Aber ich kann die Magier nicht mit einem Backstab töten. Nicht? Nee, nicht mit einem. Na ja, gut. Ja, bin so zwei. Jo, gut schon, ne? Cool, also bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss.